Talk in der Session. So, ich begrüße Jan Dittmerner und er spricht über Kryptographie mit Python und Unterstützung von PKCS 11 oder 11 Chipkarten. Okay, und da ich weiß, dass er ein paar Folien zur Vorstellung hat, gebe ich gleich weiter. Ja, danke. Also wie gesagt, es geht um Verschlüsselung und Signaturen mit Python und im Speziellen auch eine kurze Demo, wie das mit Chipkarten funktioniert. Genau, ich bin Softwarearchitekt bei Comunado in Dresden und Debian-Entwickler und CA-Cert-Admin. Und meine Spezialgebiete sind halt freie Software und Kryptographie. Ja, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und eine Katze. Die guckt etwas grimmig, aber ist ganz nett. Was mache ich mit Python? Also ich bin Maintainer von SQL Alchemy Migrate, das ist ein Tool zum Datenbankschema migrieren. Dann betreue ich die Python-Bindings von der Cracklib. Das ist eine Library zum Passwortstärke prüfen. Wird zum Beispiel bei fast allen Linux-Distributionen benutzt. Dann entwickle und hoste ich diesen Debian Developer Portfolio Service. Das ist eine Web-Applikation, um Informationen zu allen möglichen Sachen, die irgendwelche Leute in Debian machen, rauszukriegen. Und ich bin Maintainer diverser Debian-Pakete für Python-Module und Mitglied in Python-Teams bei Debian. Ja, und dann entwickle ich noch für unsere Projekte auf Arbeit diverse Tools. Genau. Wer ist Comunado? Wir sind eine Softwarefirma in Dresden, ungefähr 80 Leute, und wir entwickeln und betreuen Software für Kommunikation in Unternehmen und betreuen da auch die komplette Prozesskette. Ja, das ist so das Portfolio, alles Mögliche. Kein konkretes Python, aber im Hintergrund ab und zu mal Tools. Genau. So, jetzt kommen wir zur Kryptographie. Das ist ein sehr weites Feld. Es fängt an bei dem Thema Hash-Funktionen. Damit hat sicherlich jeder schon mal was zu tun gehabt. MD5 und SHA sind sicherlich Sachen, die jeder schon mal gehört hat. Die werden halt verwendet, um Dateien auf eindeutige Prüfsummen abzubilden und das möglichst kollisionsfrei, sodass man, wenn man einen Hashwert hat, auch prüfen kann, dass die Datei sich nicht verändert hat und dass es nie eine andere Datei war, die man da gehasht hat. Das kommt dann auch in der Demo kurz vor. Dann gibt es Message Authentication. Da kommt zu dem Hash noch eine Sequenznummer dazu. Da kann man prüfen, dass Nachrichten in der richtigen Reihenfolge ankommen und authentisch sind. Dann gibt es Signaturen. Das sind im Grunde verschlüsselte Hash-Werte, die man mithilfe von öffentlichen oder geheimen Schlüsseln prüfen kann. Dann gibt es die Verschlüsselung. Da gibt es da kann man halt Dateien vor anderen verbergen, den Inhalt, darum geht es im Prinzip. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, zum einen symmetrische, da hat man einen geheimen Schlüssel, den muss man vorher austauschen zwischen den Beteiligten, und es gibt asymmetrische oder sogenannte Public-Key-Verfahren, da hat jeder praktisch nur ein Stück vom Schlüssel, beziehungsweise der einer hat einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel, den er veröffentlicht, deswegen heißt er so. Und der öffentliche Schlüssel kann halt genutzt werden, um Daten zu verschlüsseln an den Besitzer von dem privaten Schlüssel oder um Daten zu prüfen, mit die von dem geheimen Schlüssel vom Besitzer signiert wurden. Genau. Dann gibt es noch das Thema PKI. Das ist, heißt Public Key Infrastructure. Das sind so Sachen wie: Verteile ich solche Schlüssel? Wie verteile ich Informationen zu den Schlüsseln? Eben diese Zertifikate, das ist im Grunde, ein Zertifikat ist immer so ein öffentlicher Schlüssel mit einer Signatur von irgendeinem Anbieter, also so einer CA, die beglaubigt, der gehört zu dem und dem Besitzer. Das ist auch ein Thema, womit ich mich auf Arbeit sehr viel beschäftige. Also wenn ihr da Detailfragen habt, könnt ihr gern stellen. Ansonsten gibt es einen Vortrag von mir, der etwas länger geht, 90 Minuten. Da habe ich mal diese ganzen PKI- und Verschlüsselungssachen genauer beleuchtet. Da ist unter dieser Zahl dann am Anhang noch ein Link. Die Folien, die werde ich auch auf meiner Webseite zur Verfügung stellen. Genau. So, dann kommen wir zu Chipkarten. Wofür braucht man die? Ich habe so eine schöne Blanko-Weiß. So eine Chipkarte ist eine relativ sichere Ablage für geheimes Schlüsselmaterial,
zum Beispiel eben so eine privaten Schlüssel von so einem Keeper. Relativ sage ich, weil die in so einem schlechten Strukturprozess gemacht sind, dass man die fotografisch analysieren kann. Also es gab jetzt einen netten Hack, da haben die so eine Chipkarte einfach mal aufgeflext und haben geguckt, wie sieht die Struktur aus, und haben dann anhand von der Struktur praktisch rausgekriegt, was haben dort die Algorithmen vielleicht für Bugs. Also da kann man dann die Algorithmen, die auf der Karte implementiert sind, teilweise rauskriegen. Aber da ist zu hoffen, dass die irgendwann mal ihre Strukturweiten verkleinern, und dann geht das nicht mehr. Genau. Dann hat man in den Karten oft eine Hardware-Implementierung von solchen Algorithmen. Also die hier, die kann zum Beispiel ASA und AES. Und es gibt ein Standard-Interface, das ist mal von RSA spezifiziert worden, das ist das PKCS-11, also PKCS, das heißt Public Key Cryptography Standard. Da gibt es einen ganzen Sack davon, also es fängt an, PKCS-1, das sind so Padding-Mechanismen, und dann gibt es PKCS-7 zum Beispiel für Nachrichtensyntax, PKCS-15 gibt es noch, sind irgendwelche Formate für Keystores, und das PKCS-11 ist halt Interface zu Hardware. Genau, jetzt komme ich mal zu den Python-Libraries, die es so gibt für Kryptographie. Es ist leider so, dass in Python dieses Feld ziemlich schlecht abgedeckt ist. Also es gibt zwar einen ganzen Haufen Libraries, aber die decken alle nur ziemlich kleine Teilaspekte ab. Also ich kenne das von Java, diese Bouncy Castle-Implementierung, die ist da einiges mächtiger. Vielleicht findet sich ja jemand, der große Lust dran hat, das mal nachzubauen. Wäre wünschenswert. So, fangen wir mal an. In der Python-Standard-Library gibt es ein paar Sachen, die man dafür schon nutzen kann. Also in der Hashlib gibt es kryptografische Hash-Funktionen. Die war früher noch aufgeteilt auf ein Modul MD5 und SHA. Die sind inzwischen alle deprecated, und man soll diese Hashlib verwenden. Dann gibt es noch ein HMAC, da kann man solche Message Authentication Codes erzeugen. Und dann gibt es noch Crypt, das gibt es allerdings nur unter Unix, mit dem man die Passwörter mit SHA und mit MD5 und mit den ganzen Algorithmen, die die C-Library kann, hashen kann. Das ist ein sehr nützliches Tool. So. Dann gibt es so eine Wrapper-Libraries. Da gibt es zum einen, also die wrappen praktisch C-Code, der schon Sachen kann. Das ist zum einen das OpenSSL, das ist, glaube ich, am verbreitetsten. Ist auch eine ganz robuste Library, hat bloß eine ganz miese Lizenz. Also man kann die mit GPL-Code zum Beispiel überhaupt nicht verknüpfen, ist inkompatibel. Da gibt es aber zwei Python-Libraries, PyOpenSSL. Das ist ziemlich rudimentär, aber unterstützt so die wesentlichen Sachen auch. Und das M2-Crypto, das ist mal für dieses Chandler, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, das sollte mal so eine Suite für Kommunikation werden, ist aber irgendwie noch nie fertig geworden, aber das M2-Crypto ist übrig geblieben, und das ist auch ganz gut. Dann gibt es dieses GNU-TLS, das ist halt aus dem Aspekt entstanden, dass dieses OpenSSL inkompatibel mit der GPL ist. Da gibt es auch einen Wrapper dafür. Und das NSS, das ist Netscape Security Services, das wird zum Beispiel von den ganzen Mozilla-Sachen verwendet. Das bringt das Python NSS mit, das sieht auch ganz nützlich aus, habe ich aber selber noch nicht genutzt. So. Und dann gibt es noch Crypto++, das ist auch eine C++-Bibliothek diesmal, und dafür gibt es auch einen Wrapper. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die, die noch am umfangreichsten sind von diesen C-Wrappern. So, dann reine Python-Implementierung. Da gibt es halt PyCrypto, das zeige ich dann noch mit. CryptoPy, das ist auch eine relativ kleine Bibliothek. Und hier dieses PyKCS11, das ist praktisch die Interface-Bibliothek für diese Chipkarten. Die zeige ich auch. Genau. Und jetzt kommen wir zu der Demo. Juhu, ich schaff's noch. Ich habe so einen schönen Chipkartenleser. Das geht unter Linux alles ziemlich reibungslos. Also es gibt so ein Tool. Ich zeige das mal komplett. Nee. Also ich stecke das mal an. Das ist ein USB-Device. Doch klar erkannt. Alles USB. Ja, unten steht SCM Microsystems, da gibt es einen Standard dafür, das ist die libccid, das kann man so ziemlich mit sämtlichen aktuellen Readern umgehen. Und ja, da stecke ich mal die Chipkarte rein, und dann dürfte es schon gehen. Da gibt es so ein PKCS11-Tool. Ja, muss richtig schreiben. 11-Tool. Das kann ganz viel, wie ihr seht. Dem muss man
ein Modul geben. Das Modul, das ist eine C-Library, die brauchen wir dann auch für das Python. Das ist User lib OpenSC. Das OpenSC ist ein Open Smart Card, heißt das. Das ist ein ziemlich weit verbreitetes Framework, was auch unter Windows und unter OS X funktionieren soll, laut Hörensagen. Damit kann man auch auf solche Chipkarten ganz gut zugreifen. Das, unter Windows nutzt das, glaube ich, diese Microsoft Crypto APIs im Hintergrund. So. Was? Slot with Token? Was? No Slot. Warum? Habe ich die Karte nicht richtig reingesteckt? Wahrscheinlich. Noch ein Versuch. Ja, genau. Jetzt lässt er mich die PIN eingeben. Ich will jetzt bloß mal schauen, was auf der Karte drauf ist. Also die Karte hat einen RSA, privaten Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel und ein Zertifikat dafür. Wir brauchen jetzt für unseren Test den privaten Schlüssel. Den Public Key habe ich schon mal exportiert, weil den brauche ich dann später noch. Ich mache mal ein Clear. Also hier liegt nicht allzu viel drin. In diesem RSA-Key 2011-0612 ist der Public Key. Sieht so aus. Also ziemlich binär. Ist Base64 kodiert und danach ganz binär. Gut. Fangen wir mal an. Also ich will in dem Beispiel eine Signatur erstellen mit der Chipkarte. Da brauche ich ja den privaten Schlüssel dafür. Und im Anschluss will ich die Signatur prüfen. Das mache ich mit diesem Verify-Signature. Das ist dann völlig ohne Chipkarte, also nur mit dieser Datei. So, jetzt schaue ich mir mal die Sign an. Beim Sign lade ich am Anfang halt dieses PKCS11 und der Rest ist eigentlich nur schön Code, um es schön zu machen. Und was noch interessant ist, diese Hashlib Import SA256, da importiere ich mir den Hash-Algorithmus für die Signatur. Genau, dann die Klasse lädt am Anfang diese C-Library, also dieses OpenSCSO, was ich vorhin auch hatte, und im Anschluss beim Sign-File wird im Grunde erstmal ein Hash erzeugt von der Datei und im Anschluss wird dieser Hash mit der Chipkarte also signiert. Da öffnet der eine Session zu dieser Chipkarte mit diesem Open Session hier und im Anschluss fragt er mich nach dem PIN. Ich kann ihn auch als Kommandozeilenparameter mitgeben, aber dann sieht man in der Prozessliste. Und es gibt auch Smart Card Reader, die haben so eine Tastatur, da kann man die PIN gleich auf dem Gerät eingeben. Da wird man praktisch, wenn man sowas macht mit dem Open Session und keine PIN angibt, wird man von dem Smart Card Reader auf dem Display gefragt, gib mal deine PIN ein. Das ist noch besser, weil dann wird die PIN irgendwie auf dem Rechner abhörbar. Genau. So, dann macht er ein Login mit der PIN, dann sucht er die Objekte und dann kommt hier ein bisschen Magie. Das sind alles Konstanten aus diesem PKCS11-Standard. Der sucht also jetzt alle Objekte und guckt, ob die diese Attribute haben. Er sucht also jetzt einen Private Key. Der hat hier als, ja, ich habe auch irgendwo einen Laserpointer gehabt. Genau, also der sucht hier erstmal nach einem Private Key, der soll Typ RSA sein, das ist also der Algorithmus, für den der Key verwendet werden kann. Und dann holt er sich zu dem Algorithmus noch ein paar Attribute, die er mit ausloggt. Und hier passiert eigentlich die Aktion. Hier signiert er mit der Chipkarte die Daten, also diesen Hash. Was dabei wichtig ist, also die Chipkarte macht das halt selber, das heißt, dieser private Schlüssel wird aus dieser Chipkarte nie rausgelesen. Das heißt, die Chipkarte gibt den nie raus, sondern die benutzt den Key, der da drin gespeichert ist. Sonst könnte man ja auch exportieren, aber die sind als non-exportable da markiert, das heißt, die kriegt man auch nie raus. So, dann wird die Signatur noch ausgeprintet und landet noch in einem File, damit man sie später noch prüfen kann und sie nie abschreiben müssen. Ja, der Rest ist nur Argument-Parsing, das ist nicht so relevant. Zeige ich mal, ich signiere meine Datei. So, also Python sign file. Sagt er mir noch, was ich eingeben soll. Also Library, das ist jetzt user lib
OpenSC PKCSF und eine Datei, da nehme ich einfach eine, die hier rumliegt, die Get-Info zum Beispiel. So, es geht auf meine Chipkarte und fragt mich nach dem PIN-Code. 1, 2, so. Genau, fängt mit 1, 2 an. Und jetzt gibt er mir die Signatur aus, die schreibt er mir auch noch in das File. Also es gibt für diese Signaturen auch Standards, wie die Files formatiert werden. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal nur einfach BS64 kodiert in die Datei geschrieben und lese es in dem anderen auch aus, weil ich jetzt nie noch eine Library dort reinbringen wollte, um es noch komplizierter zu machen. So, jetzt habe ich noch 4 Minuten, da kann ich noch die Entschlüsselung zeigen. Nee, ganz falsch. Also, ich habe jetzt gesagt Entschlüsselung, das ist so gar nicht so falsch, weil eine Signaturprüfung in RSA letzten Endes eine Entschlüsselung mit dem Public Key ist. Also man kann diese Keys so benutzen, dass man den Private Key zum Signieren und den Public Key zum Prüfen nimmt und andersrum, wenn man mit dem Public Key verschlüsselt, dann ist es eine Verschlüsselung und die Entschlüsselung findet mit dem Private Key statt. Genau, deswegen kommt dann auch ein Decrypt, also nicht wundern. Hier verwende ich diese Pycrypto-Library, davon den Public Key und der hat auch eine RSA-Implementierung. Dann wieder die Hashlib und hier habe ich noch eine eigene kleine Utility-Methode, das ist dieses PKCS1-Padding, was ich vorhin erwähnt habe, das ist einfach, dass es auf die richtigen Bitlängen kommt. Das zeige ich jetzt nicht, das wird zu viel. Dann wieder Logging und der Verifier lädt diesen Public Key aus einem File, was wir vorhin da hatten. Und dann im Anschluss wird wieder dieser Hash berechnet von der Datei, weil ich ja prüfen will, ob die Datei unverändert wurde. Und im Anschluss habe ich hier den Public Key, erzeugt mir diese Struktur. Das ist auch wieder so eine Geschichte von dem Padding, diese Bytes, die ich da vorschreibe, weil das die Chipkarte nie macht beim Signieren. Das ist irgendwie ein bisschen fehlerhaft. Normalerweise sagt die würde das Padding machen, tut es aber nicht. Und dann muss ich mit diesem öffentlichen Schlüssel das verschlüsseln. Diese Leerzeichen hier, das ist einfach der Library geschuldet. Es gibt ein paar andere Public Key Verfahren, da muss man dann noch einen Parameter eingeben, den kann man bei RSA oder muss man bei RSA sogar weglassen. Und zum Schluss gebe ich das nochmal aus und prüfe, ob der Hash-Wert, der jetzt entschlüsselt war, dem entspricht, was ich da oben berechnet habe. Genau. Das mache ich mal. Der Rest ist auch wieder bloß Kommandozeilen-Parsing. Und zwar. Nee. Ich mache hier ein Clear. So, Verify. Da sagt er mir, er will ein Public Key und ein File. Und zwar. Get Info. Also der nimmt das File und hängt nach hinten .sig dran, das macht er alleine, deswegen schreibe ich das jetzt bloß so. Genau. Also der hat jetzt den Hashwert berechnet, oben steht nochmal kurz der Key, ist halt ein 2048-Bit-Key und die Signatur, wenn man die vergleicht mit dem, was der bei dem Sign ausgibt, ist das gleiche und dann zum unten Signature ist gut, das heißt der Public Key passt zu der Signatur, die da in der Datei stand. Genau, jetzt gucke ich mal, ob ich noch was habe, aber ich glaube fast nicht. Genau, also ihr könnt mich so erreichen. Die Vortragsfolien kommen auf die Webseite und dann gibt es einen Link auf der Homepage von der PyCon. So, danke. So, vielen Dank. Zeit für Fragen. Man kann, also der neue Personalausweis ist ja eine kontaktlose Chipkarte, dafür gibt es auch Reader und da sind auch RSA-Schlüssel drauf, also das geht prinzipiell schon, ja. Aber um den zu benutzen, muss man ja die Dienste aufrufen von diesem, also da gibt es vom BSI 2 spezifizierte Stellen, die das anbieten und da kann man auf so einen Dienst zugreifen, das ist eine Webservice-Schnittstelle. Und da fragt man dann so eine EID, da fragt man den Public Key ab von der Signaturstelle und dann kann man das prüfen. Geht aber prinzipiell auch. So, weitere Fragen? Ich sehe gerade, okay.
Bei vielen aktuellen Geräten sind ja TPMs verbaut. Ich glaube, da gibt es auch einige, die diese PKCS11-Schnittstelle unterstützen. Mhm. Haben Sie da Erfahrungen damit? Oder schon mal also ich habe mal von so einem ThinkPad in so ein TPM-Modul benutzt, das ging. Also das, die können aber relativ wenig. Also die können zum Beispiel RSA-Schlüssel teilweise nur mit 1024 Bit, was inzwischen auch vom BSI als unsicher eingestuft ist. Aber prinzipiell geht es. Man kann zum Beispiel den Zufallszahlengenerator von den TPMs verwenden. Das geht auch mit dem der Library. Genau. So, noch Chancen, noch Fragen? Okay, dann danke ich fürs Zuhören. Okay. Und natürlich auch dem Jan fürs Vortragen.